mit der Triumph 675 auf dem dritten Platz Marcel Hanweg mit 1,52,336. Herzlichen Glückwunsch. Der zweite Platz geht an den Jan Luiten mit einer Honda CBR 600 und seine schnellste Runde 1,52,449. Herzlichen Glückwunsch. Und der Sieger mit der schnellsten Runde der 600er, Marc Hubfeld mit einer Yamaha 6 und die Runde 1,52,125. Herzlichen Glückwunsch. Platz 3 geht an den Michael Riege mit einer schnellsten Runde von 1,50,930. Herzlichen Glückwunsch. Auf den zweiten Platz mit der G6er 57 Sven Steinbach und seine schnellste Runde 1,50,943. Und der Sieger mit der G6er 57, Axel Sodenkamp mit der schnellsten Rennrunde, 1,50,335. Herzlichen Glückwunsch. Michael, Glückwunsch zum dritten Platz. Heute ging es nicht ganz so gut als gestern. Was war das Problem? Schlecht gestartet, schlecht gefahren, schlecht platziert. Das ist die Kurzform. Mehr gibt es nicht zu sagen. Mehr gibt es nicht zu sagen, definitiv okay, nicht. Dankeschön. Dankeschön. Sven, Glückwunsch zum zweiten Platz. Danke. Was war heute los? Ja, ich habe heute ein bisschen mehr gegeben. Ich habe es ja versprochen. Ja. Aber da muss ich erstmal noch ein bisschen mehr Leistung haben, um ihn noch zu kriegen. Keine Chance. Du warst nie richtig dran, dass du jemanden kamst. Nee, also der ist direkt von vornherein weggefahren. Ja. Und ja. Ich wusste nicht, dass Michael mir im Nacken sitzt. Ich hatte mich ein paar Mal umgeguckt, habe den nie gesehen. Ja, ja, einen kleinen Fehler vom Avara vorbei, aber naja, habe ich ihn wieder gekriegt. Super, danke. Ich habe gekämpft. Danke. Axel, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie viel der Sieg? Der erste. Der erste, Glückwunsch, nochmal ja. Besser. Wie war das Rennen? Du warst langsam mit einem 600er Fahrer zusammen. Ja, war sehr anstrengend, aber dann nachher bis Kontrolle. Leider hat er sich weggeworfen, glaube ich. Ja, ist geschafft. Und hoffe ich, ist in Ordnung. Ja, sonst ja, kann ich nichts zu sagen. Einfach geiles Gefühl. Super Tag. Klasse. Danke. Glückwunsch nochmal. Danke. Danke. Marcel, herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Dankeschön. Du konntest nie richtig bei der Führung dranbleiben. War das von Anfang an so? Ja, der Start war ziemlich schlecht mit dem Willi nach vorne. Aber dann halt die 57er immer vor mir halt in der Kurven geparkt. Aber auf der Gran kommt man ja nicht dran vorbei. So war die Führung weg. Dann ging nichts mehr. Leider. Super, Dankeschön. Marc, Glückwunsch zum ersten Platz. Dankeschön. Das war klasse. Bei dir war der Jan Luiten im Nacken gesessen, kann man sagen. Eine Sekunde zurück. Wie war das über die Renndistanz? Ja, zuerst war ich ja vor ihm und dann habe ich mir Ende gegen gerade verbremst, da wäre ich fast ins Gras gefahren. Da habe ich drei durchlassen müssen und danach habe ich dann hing ich immer hinter den Löten oder wie er heißt, fest. Jan Löten, ja. Ja, und dann, ja, irgendwo konnte ich ihn, habe gemerkt, dass er ein bisschen kaputter wurde. Er hat immer früher gebremst, da habe ich ihn ausgebremst. Ja, und danach war das dann nur noch nach Hause fahren. Da habe ich nur noch ein Ende gegen gerade gesehen, der seinen Helm weggeschmissen hat. Das war ja dann der Däne. Genau. Ja, und dann habe ich eigentlich nur noch gesehen, dass ich sicher nach Hause fahren. Ne? Super. Glückwunsch. Danke. Dankeschön. Jan, congratulations to the third place. You was to the second, sorry, no but long time you was on the third place. Did you realize that the leader? Yes, I saw him crashing because he threw away the helmet, so I knew I was back into first place at that moment. Okay. Then Mark passed me again, so I was fighting, trying to keep his pace. I knew there was a few places I was faster. And then I saw one lap to go. I said, I must go now, but I make mistake in the first corner. Ah, and okay. Then he go.